Hallo, ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video möchte ich euch den führenden indischen Online-Reiseanbieter MakeMyTrip vorstellen. Was heißt Online-Reiseanbieter? Also über MakeMyTrip und auch die zwei Partnerseiten Goibibo. Die Webseite kann man leider nicht zeichnen, weil das wird in Europa gesperrt. Hat, glaube ich, mit den tollen Cookie-Berechtigungen zu tun. Und Redbus, also das ist das führende Buchungsportal für Busse, was immer noch sehr, sehr wichtig ist in Indien, sind nicht nur in Indien, aber das ist der wichtigste Markt. Haben natürlich auch eine Mobile-App, wie wir sehen, das ist schon gut, sehr so modern, wie halt typisch ausschauen und hier auch bei auf iPhone 1,1 Millionen Ratings, also das ist schon wirklich groß und das profitiert natürlich langfristig von diesem ganzen Thema Wachstum in Indien vom Reisemarkt. Wenn wir da hier in die Präsentation reingehen, also in Indien werden noch neue Flughäfen eröffnet, sowas gibt es in Europa ja auch nicht mehr. Air India ist jetzt privat, zur Tata Sons Firma gehört die jetzt, die haben ja glaube ich mal 400 Flugzeuge bestellt. Also das ist politisch gewollt und dieser Reisemarkt offline wird stark wachsen und online wird halt auch nochmal der Anteil zunehmen. Also da hat man schon extrem viel Rückenwind vom Markt. Trotzdem hat die Aktie in den letzten 10 Jahren nicht so viel gemacht. Ja. Also wirklich eine Enttäuschung, war immer sehr, sehr teuer, war auch sehr, sehr defizitär. Jetzt nach Corona wurden die Kosten ein bisschen abgebaut und man erreicht so langsam das sogenannte Break-Even. Weswegen, auch wenn die Aktie weiterhin nicht günstig ist, sie als Investment interessant sein könnte. Aber ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt mit einer Mini-Mini-Position in MakeMyTrip investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und vor allem ist das natürlich auch eine Art Makro-Investment, denn Indien und Südostasien sind meiner Meinung nach wahrscheinlich die spannendsten Investment-Regionen für die nächsten 10 Jahre, wo man sehr, sehr viel strukturelles Wachstum hat. Und natürlich nicht die ganzen Makrothemen, die es mit China gibt, mit den politischen Risiken. Und auch die Region ist nochmal deutlich jünger. Das ist natürlich auch ein Thema in China, wo das ist immer das Thema, werden die eher zu alt, bevor sie reich werden. Und das ist ein großer Vorteil von Indien, auch wenn es da manchmal ein bisschen heiß ist. Sie haben, wie gesagt, 3 Geschäftsbereiche, wie man das zum Beispiel auch von dem Nummer 1 Buchungsportal Booking.com kennt. Flugbuchungen, Hotelbuchungen und diese Busbuchungen und sind deutlich größer. Allerdings auch ist die Aktie deutlich teurer als der Wettbewerber Yatra. Das ist, kann man sich auch das Video anschauen, auch ganz interessant. Aber Yatra ist vor allem auf Flugbuchungen konzentriert und vor allem auch im B2B-Umfeld ein bisschen anderes Thema. Und MakeMyTrip ist noch mehr eine Konsumentenmarke. Hier sehen Sie auch, dass die Marke halt sehr, sehr stark ist. Goibibo gehört auch zum Konzern und im Busbereich ist man 6-mal größer von der Markenbekanntheit als der nächste Wettbewerber. Und Travel-Buchungen sind auch etwas, was natürlich auch eher auch mal lokal stark ist. Da habe ich natürlich als internationaler Player, muss ich erstmal reinkommen. Ne? Auch in Deutschland ist natürlich Booking.com stark, aber es gibt auch ein HRS oder solche Themen. Und sie sind auch deutlich bekannter als Booking.com. Und das ist natürlich schon etwas, wenn Indien in diesem Bereich stark wächst, da muss man schon viel falsch machen, um das zu verspielen. Aber wir sehen auch, Yatra ist eigentlich so die Nummer 2 auch im B2C-Bereich, wobei sie eigentlich noch mehr B2B-Themen bespielen. Gerade im Busbereich ist es natürlich sehr kleinteilig, aber über Payment kann man natürlich da das Geschäftsmodell auch weiter verbessern. Und auch halt immer mehr einen größeren Anteil sich von der Wertschöpfungskette nehmen. Ja, sie gehen auch in den B2B-Bereich mit auch Affiliate-Themen. Also dieses ganze Thema Travel ist natürlich sehr, sehr groß und wächst oft auch nochmal stärker als die Weltwirtschaft. Weil wenn die Leute halt, das ist ja auch so ein Megatrend, die globale Mittelschicht wird größer, dann können die sich halt zum ersten Mal Reisen leisten und halt auch das zweite, wenn die Wirtschaft wächst, dann gibt es halt auch mehr so Businessreisen. Wird natürlich auch ein bisschen durch Videocalls ersetzt, aber das wird weiterhin eine große Rolle spielen. Denke ich, kennt jeder auch in seiner Industrie irgendwelche Messen, dass er zum gemeinsamen ein Trinken gehen ersetzt kein Videocall. Ja. Wie gesagt, Hotelbuchung ist natürlich der Vorteil, da verdiene ich ein bisschen mehr, sind die Margen höher, da kriege ich ja 10, 15% von der Buchung. Bei Flügen ist es oft immer deutlich weniger, das ist dann oft ein Fixpreis über die sogenannten GDS-Systeme wie Amadeus.
aber ist per se eigentlich ein attraktives Geschäftsmodell. Also Firma ist gut, Markt ist sehr interessant, ist natürlich auf Indien beschränkt, aber da hat man extrem viel Rückenwind von den Soft-Faktoren. Es ist noch gründergeführt. Der Deep Kalra war davor beim Indian Institute of Management. Viel mehr geht nicht oder mehr geht nicht im Bereich Business in Indien. Also der ist schon clever. Trotzdem, wir haben schon im Chart gesehen, die Firma ist meiner Meinung nach ein bisschen unter Potenzial geblieben. Aber wenn man halt die klare Nummer 1 im Travel-Bereich für 2,5 Milliarden bekommt, die dazu jetzt auch langsam, sag ich mal, die Profitabilität erreicht, denn ich glaube, die Schätzungen sind noch deutlich zu konservativ, weil die Kosten stark abgebaut worden sind. Aber die letzten Quartalszahlen haben schon einen Gewinn von 14 Cent gebracht. Und das nächste Quartal soll sehr, sehr stark werden. Also da gibt es neue Buchungsrekorde. Und das ist natürlich auch positiv, ist auch was, was Yatra zum Beispiel bestätigt hat. Und wir sehen auch hier wirklich 40 Millionen man hat natürlich immer eine gewisse Saisonalität bei den Buchungen, aber das ist schon sehr, sehr stark. Deswegen so vom Fazit, das ist jetzt eine Aktie, nach dem fairen KGV gibt es hier kein Aufwärtspotenzial, deswegen wäre das daher maximal eine Mini-Beobachtungsposition, auch vielleicht um irgendwie Yatra auch zu beobachten im Vergleich und auch dazu, dass glaube ich die Schätzungen, also ich habe hier jetzt noch eine positivere Schätzung genommen, als es im Internet drinsteht. Ich glaube aber halt, wenn sie im letzten Quartal 14 Cent verdient haben, was eigentlich jetzt nicht das super-duper Quartal ist. Und wenn dann jetzt das Wachstum in den nächsten 12 Monaten sehr, sehr stark wird, dann kann es deutlich besser werden, als da drin steht. Und dann ist es so ein genanntes Beat and Rise. Und das quittiert die Börse normal sehr, sehr gut. Und es ist natürlich auch was, wo es dann Hedgefonds dann nochmal stärker draufspringen können, weil die Aktie natürlich ein bisschen liquider ist als eine Yatra. Also das ist eine Möglichkeit, um in Indien zu investieren, wo man sonst sehr, sehr schwer Aktien handeln kann. Der indische Aktienmarkt ist sehr abgeschottet, sehr kompliziert, auch für professionelle Investoren. Und die Make My Trip Aktie ist halt eine der wenigen börsengelisteten Firmen an der Nasdaq aus Indien und ist halt dann auch da eine Möglichkeit, was dann auch ein Teil des Alpha Cases wäre, dass man sagt, okay, Schätzungen sind zu defensiv und da können mal mehr Leute drauf aufspringen, wenn die Leute, wenn Investoren das Thema Indien abdecken möchten, gerade dann größere Investoren und Rückenwind vom Markt sollte man auf kurzfristig und langfristig eigentlich genug haben. Aber natürlich, wie immer hier keine Empfehlung und der Reisemarkt haben wir auch mit Corona und Rezession gesehen oder Krieg ist natürlich auch anfällig, gerade wenn es dann auch nur ein Land ist, also wenn da mal irgendwas ist. Das sollte man immer wissen, aber so eine dominante Plattform überlebt solche Themen meistens immer ganz gut. Kennt jemand die Aktie? Ansonsten, ich wollte es einfach nur mal vorstellen, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ansonsten findet ihr natürlich auch die Investmentangebote unten verlinkt. Ciao und bis zum nächsten Mal.